So, damit hallo und herzlich willkommen. UV-Flächenlicht. Ich habe gerade gesehen, ein Knicklicht kann man benutzen als UV-Flächenlicht. Das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man so nach Fingerabdrücken sucht, ne? Zum Beispiel, ja. Genau. Bloß ist halt die Taschenlampe etwas effektiver, finde ich. Ja. Also okay. Ich habe noch nie was mit UV-Licht wirklich gesehen gehabt mit diesem Knicklicht. Also ich habe auch noch nie Fingerabdrücke gesehen, von daher. Vielleicht gehen wir da jetzt hin. Salz brauchen wir. Wenn wir Salz brauchen, dann können. Na, dann kann es schon mal ein Geist nicht sein. Doch. Ja, klar. Nee, ich meine ein Gespenst. Gespenster laufen doch nicht durch Salz. Das ist egal. Sie laufen durch, aber lassen keine Fußabdrücke da. Ah, okay, so ist also es gemeint. Das Salzmann so trotzdem bewegen. Reichsbereich des nächsten Geistes. Räucherstäbchen brauchen wir auch. Also Räucherstäbchen brauchen wir? Einzelne Person. Dann brauchst du aber Feuerzeug auch. Genau. Und Bewegungssensor. Also Feuerzeug und Räucherstäbchen, Bewegungssensor. Achso, geh schon noch in-game spielen, oder? Ihr habt wieder Temperaturmesser? Ja. Ein Tempometer. Okay. Wenn der Computer angeht, dann heißt es ja hier in der Nähe eigentlich. Nicht unbedingt. Thomas Wilson, habe ich schon mal gehört, den Namen, ne? Ja. Wilson Gonzalez. Er hat gerade 10 Grad irgendwo. Hier. 9. Wo ist hier? Im Schrank. Wo? Im Schrank? Ja, dann hinten dran wahrscheinlich. Dann können wir da mal einen Bewegungssensor einsetzen. Das ist hinten dran. Aber hier habe ich keine 10 Grad. Da ist noch mal. Garagenkind oder was? Nee. Hä? Ja, guck doch noch mal im Schrank, vielleicht ist er ja doch im Schrank versteckt. Dann wäre das ein Flurkind, vergiss es. Ist er fortgeschritten, oder? Ja. Ja, es ist ein Flurkind. Dann, ich habe einen Bewegungssensor, dann kann ich ihn gleich mal hier anbauen. Schreibebuch. So, wenn er jetzt durch den Flur läuft, dann... Ach, du hast auch ihn, alles klar. Okay, jetzt sitzt du mal zwei so Dinger hier. So, dann machen wir gleich mal eins. Dann machen wir mal... So. Also, er ist durch Salz und durch Bewegungssensor schon. Licht aus. Gestern mal einzuschalten. Ich fahr kurz nach Amerika. Und hol den Medizin, Mann. Okay. Ich habe jetzt mal die Kamera hingestellt hier oben. Oh, hier ist es kalt. Wir haben Gefriertemperaturen. Nein. Doch, du atmest. Doch, guck mal, was du. Doch. Du hast Räucherstäbchen. Alles klar, okay, ich verstehe das. Doch oder nein jetzt? Nein, das war Räucherstäbchen. Der hat ein Räucherstäbchen, aber trotzdem, warte mal. Habe ich nicht trotzdem gerade ausgeatmet, zu kalt? Nein. Weil es ist doch jetzt weg, oder nicht? Also, du hast immer noch eins in der Hand. Wie viel hast du denn davon? Ich bin im LKW. Du bist das Geräusch. Davo, du hast das Geräusch in der Hand. Ah, doch, das ist Gefriertemperaturen. Sag ich hier, doch. Hier? Das ist kalt hier. Kannst du aus der Haustür rausgehen, bitte? Ja, ich gehe raus jetzt. Ich verpiss mich. Du musst die Kamera auch einschalten, Mann. Lass aber an. Bist du hier? So, jetzt ist Ruhe im Karton. Du machst zu. Ey, Alter. Bist du hier? Nerv den mal nicht, wir müssen nach Obst gucken. Bist du hier? Ich höre Schritte. Das ist der Marki. Aber reden scheint er nicht zu wollen. Ich stehe vor der Tür. Ne, hat keine Lust. Hä? Let's fetz Orbi. Hm? Hä? Du bist draußen, Richie, oder? Ich bin im LKW. Ja. Okay. Ich sehe auch keine Orbs. Das war ja gerade weird. Das war gerade weird. Also, ich bin der Meinung, dass es da wirklich kalt war gerade. Wie so eine Art Taschenlampenlicht hinten gesehen.
und jemanden kurz laufen und dann war weg. Also wir haben... Das Taschenlampenlicht von mir neu irgendwie. Das Problem ist nur... Ich bringe noch ein zweites Buch mit. Der hat ins Buch gemalt. Ach, hat er schon, gut. Ich habe ein Orb gesehen. Echt? Ja, immer noch, guck mal, nee, das sind Rauchwolken gerade, aber da ist gerade ein Orb übergefallen. Ich hab den Geist gesehen. Nee, das ist kein Orb, das ist, Da ist ein Bild von der Wand gefallen, da ist ein Bild von der Wand gefallen. Das sind die Gefriertemperatur vom, Marki. Genau, und ich habe gerade ein Orb gesehen. Also da war gerade ein Orb, würde ich sagen, ein einzelner. Hier ist ja. Nee. Doch, da ja, war gerade wieder einer, ne? Doch, ja, Nico, ja, wieder? Orbs. Wir haben alle drei Sachen. Was denn? Gefriertemperatur. Ja. Buch. Und Orbs. Stimmt. Und Orbs. Jurei. Oh Mann. Zu einfach. Das war und ja auch viel zu schnell. Und? Ja, haben wir alle unsere Nebenaufgaben? Haben wir auch. Ja. Speedrun. Haben wir alle eingeloggt? Kenner ist haben tot. Es ist ein Jurei. Kenner ist ein Jurei. Tschüss, kleiner Loser. War nicht Jurei das, was uns letztens so wirklich aggressiv umgebracht hat, auch? Jurei kann auch aggressiv sein, ja. Oh, 100 Dollarinos. Ah. Müsste ja der Creature auch gekriegt haben, oder? Hey, große Karten und große Pillen habe ich auch bekommen, freigeschaltet gerade, weil ich nämlich jetzt Level 5 bin. Nice. Wow. Nice. Ja, was ist doch cool. Dann kann er auch bald... coole Sachen mit den kaufen. Hey, aber wir haben heute, wir haben bis jetzt mal alles richtig gemacht, ne? Wir haben bis jetzt jeden erwischt hier. Joa. Nur unsere Sterbequote ist ein bisschen hoch momentan. Warum? Warum? Ja, ich bin gestorben, Quitch ist gestorben. Ich kann mich nicht beklagen heute. Und das ist ja auch schon wieder drei Runden her. Noch nicht. Übrigens, dafür gibt's, habe ich jetzt gesehen, ein ganz geiles Plugin kannst du auf deinem Rechner installieren. Da kannst du die Leute, die mit dir im Discord reden, in deinem Stream anzeigen, also als Overlay sozusagen oben drüber. Ah, ja, ja. Ja. Habe ich bei mir auch im Discord-Server drin, aber dumm ist, kannst es auch für deinen Server einstellen, aber da muss ich immer den Raum, muss man immer vorher wählen. Okay. Das ist mir jetzt zu viel Rumgestelle. Maki, bereit? Du bist ein Nasenbär, habe ich dir das schon mal gesagt? Ja. Gut. Ich hab das gelesen. Was hast du gelesen? Oben links. Ja, Roadhouse. Auf Profi. Ist doch easy, oder? Naja, ist halt Profi. Habe ich an mein Mikrofon angestoßen. So, wer liest vor? Mein Mikrofon habe ich letztens wieder umgestellt. Ein bisschen Bass rein. Soll ich mal lesen? Ich kann lesen. Naja, ich... Also, Event. Anwesenheit eines Geistes mit Bewegungssensor und Salz. Dann Name Paul Anderson. Sowohl als ob. Also heißt alleine und zusammen. Gut. So, was haben wir alles? Ich habe jetzt Bewegungssensor und Buch eingesteckt. Was habt ihr? Ich habe Tempometer und auch das andere Buch. Na, dann lege ich das Buch wieder hin, dann nehme ich die Kamera mit, oder? Du kannst auch den Orb, die Box hier schon mitnehmen, wenn du möchtest. Oder ein EMF. Na, ich nehme mal die Kamera mit, wegen der Orbs eventuell. Ihr habt Temperaturfühler? Okay. Ich habe Temperaturfühler, ja. Was habe ich jetzt eigentlich? Ein Bildungssensor? Okay. Oh Mann, ich hab's mal Bock, wieder Among Us zu spielen, ey. Was? Ja. Echt dieses Schmutzspiel? Stopp, Einspruch, euer Ehren. Was? Ich hab ne Idee. Erzähl. Was? Willst du jetzt Among Us spielen? Nein, Schätzelein. Hör zu. Schätzelein. Ihr seid doch Strategiespieler. Mehr oder weniger, ja. Jetzt kommt Age of Empires 2. Nein, viel besser. Ich hab den Raum nebenbei. Was? Wo? Hier. 10,7, 9,6, 10. Küche. 9,8. Ja. So, wir sind ja, wir sind Strategiespieler, Agent Empire, ja.
nicht Age of Empire, lass das Age of Empire. ich weiß nicht, wer hat das Spiel von Gronkh gesehen? Welches denn? Was er jetzt mit Turbinator spielt, das, ich sag mal, aller Siedler. Nicht Siedler, aller Anno hätte ich behauptet. Keine Ahnung, denn ich schau den Gronkh nicht zu. Also ich hab's jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm, was du meinst. Ich guck zwar ab und zu mal bei dem rein, aber ich hab's jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm. Nee, ich aus Prinzip schau da nicht rein. Was? Das kann ich gar nicht verstehen. Jetzt bist du aber, also jetzt dünnes jetzt Eis. Bist du unten durch. Achso, jetzt ist ganz, ganz dünnes Eis. Mir egal. Warum muss ich alle mögen? Das heißt Kingdoms Reborn. Okay, ja, verstehe ich. Hab ich schon mal gehört. Ist Multiplayer-fähig. Aha. Du hast im Prinzip die Weltkarte und jeder sucht sich ein Gebiet aus. Bist du hier? Ja, er ist hier. Was haben wir sonst noch? Und was macht man dann? Wie bei Anno. Du baust Häuser, du baust Schreib in die Bücher. Minen. Schreib in das Buch. Du musst im Prinzip dann deine Stadt gründen und größer machen. Okay. Du kannst mit Mitspielern Handel treiben, etc. Okay. Ja. Also es klingt schon interessant, aber das kann natürlich auch sehr langwierig sein, ne? Es ist langwierig, klar, natürlich. Geisterbox. Aber es ist gerade keiner drinnen, ne? Ich mach mal ganz kurz die. Ich guck mal schnell auf die Kamera. Hä? Was passiert denn da? Wir hatten von euch eine Stirnlampe auf. Eine Stirnkamera. Alle eigentlich? Jo. Alle außer Quietschi. Wie immer halt. Ah, jetzt habe ich meine Kamera gefunden, okay. Also in der Küche habe ich die Kamera auf den Tisch gestellt, sehe ich aber aktuell keine Orbs. Was haben wir denn aktuell? Haben wir Gefriertemperaturen? Nein, ne? Nee, nur Ding, wie heißt's, Box bis jetzt. Die Geisterbox, ja? Der hat geredet mit dir. Jo. Ich habe gesagt, wo bist du? Hier. Okay, dann haben wir Geisterbox. Genau. Ja, und ich würde nochmal in den Raum schmeißen. Ich weiß, ich habe schon mal gemacht und ich habe es alle beide beneint. Star Citizen. Oder wie man das ausspricht. Star Citizen. Ja. Weil es ist zwar immer noch arg verbuggt. Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Ist ja auch noch eine Alpha-Zeit. Na, warte mal, was ist denn, wenn. Was ist denn da? Also, da fällt mir ja auch Grounded ein. Grounded ist richtig geil geworden. Das habt ihr ja schon mal gespielt, oder? Nein. Ich hab das gespielt, ja. Ich hab jetzt. Achso, übrigens hab ich jetzt auch dein komisches Papierspiel, hab ich jetzt auch. Okay, mein komisches Card Life. Genau das. Hab ich auch. Hier piept was. Gefriertemperatur? Gefriertemperatur, ja. Sehr gut, und da hat er gerade was gepiept. Ja, ja, war aber nur 3. Hier, 3. An der Mikrowelle. Ich schmeiß noch mal was rein. Borderlands. Ah, das kenne ich halt überhaupt nicht. Ist das nicht das ist auch ein Shooter, oder? Eher. Ja. Ja. Ja, im Grunde ist es egal. Also ist ja alles wurscht. Aber ich muss ehrlich sagen, was mich wirklich gerade aktuell reizt, ist tatsächlich Grounded, ne? Weil das habe ich jetzt bei dem Cloud letztens auch mal reingeguckt, so. Das fällt schon, wenn du da auf Ameisengröße rumkämpfst. Ich weiß. Und es ist richtig geil geworden mit dem neuen Update. Der Teich, das komplett belebt. Kannst du mit Fischen schwimmen? Oder gegessen werden vom Kabeljau. So, wir haben Gefriertemperaturen. Was kann es jetzt noch sein? Wir haben... EMF kann es nicht sein. Also EMF kann es nicht sein. Kann schon, aber bis jetzt haben wir halt noch keine... Fingerabdrücke, ich gehe mal nach Fingerabdrücken gucken. Nee, EMF kann es nicht sein, weil das passt nicht zu den anderen Sachen. Also EMF ist hier auf 4 momentan.
Ja, aber pass mal auf, das kann nicht sein. Wir haben die Geisterbox und wir haben Gefriertemperaturen. Wenn du jetzt EMF rauskriegen würdest, hast du keinen Geist. Oder haben wir doch nicht Geisterbox? Oder haben wir doch nicht Gefriertemperaturen? Doch, Geisterbox haben wir. Und Gefrier habe ich auch gesehen. Der hat das Buch verschoben. Okay, wo hat das Buch verschoben? Wo ist das? Verschoben, nicht reingeschrieben. Da, hier. Aber Fingerabdrücke sehe ich nicht. Gehabt. Okay, also Fingerabdrücke sehe ich nicht. Alter. Oh, Alter. Nee, nicht. Kannst du dich bitte Push Talk auswählen? Ich bin gerade tierisch erschrocken. Super. Jetzt dachte ich, was ist jetzt los? Doch, also wir haben auf jeden Fall haben wir Gefriertemperatur. Hier, warte mal, hier, Fußabdrücke. Ja, Fußabdrücke ist aber kein Ding. Aber kein Ding, was? Mal, wenn du Kamera dabei hast. Hab ich. Ist kein. Hast du Foto? Wie macht man denn das? Wie soll ich denn das gleichzeitig machen, Foto und die Fußabdrücke? Ich höre Wasser, irgendwo hat er das Waschbecken dreckig gemacht. Ja, hier. Auch Foto machen. Dafu, verschwind! Warten. Und nies ja nicht so laut. Du stehst mir vor dem Bild. Also ich habe die Fußabdrücke jetzt nicht fotografiert, ne? Nicht? Ja, wie macht man denn das? Also ja, ich kann doch nicht gleichzeitig... Oh, Action. Oh, ja, er handelt. Verstecken. Bei mir. War klar. Wen hat er? Vici. Kitschi. War klar. Ich hätte mich halt nicht in der Ecke verstecken sollen, sondern im Schrank. Wo bist du, Kitschi? Ich hab gedacht, ich verstecke mich unterm Stuhl, hat eh geholfen. Nee, du musst in einen anderen Raum. Aber wo? So, weil ich bin eigentlich vor die Tür gegangen, weil ich gerade gucken wollte, was eigentlich noch so fehlt. Toter Körper. Aber hier liege ich rum, ne? Also Versicherung passt. Hier liege ich rum. Also wir hatten bis jetzt den Geisterbox und wir haben Gefriertemperaturen. Bleibt. Könnte sein Gespenst, Mare oder ein Dämon. Also ich hatte auf jeden Fall Fingerabdrücke. Also Fußabdrücke hatte ich. Ja, Fußabdrücke zählt nicht. Ja. Oder? Nee, zählt nicht. Dämon wäre das Geisterbuch. Mare wären Orbs. Was war das andere? Gespenst, glaube ich. Ach nee, der Computer schon wieder, oder? Hä? It's me. Oh, Alter, hat der Computer schon wieder neu gestartet. Gibt's doch gar nicht. Der darf wohl verliert immer die Streams heute, der arme Kerl. Da fallen immer die Streams aus. Wenn jemand Lust hat, gerne mal zuschauen möchte, ganz kurz, ihr könnt hier sehen, das ist der Darfu. Sieht man das hier irgendwo? Sehe ich hier gar nicht. Kann euch seinen Namen gleich zeigen. Darfu 89. Der streamt nämlich auch gerade, aber da fällt immer der Streamrechner aus. Alter, der Computer geht mir halt auf den Zack. So ein Scheißgerät, ey. Du hast bestimmt keinen HP Omen. Streaming? Nein. Kann man das hier? Kann ich? Ich will es nicht mal einschalten. Dafür habe ich ein Razer Blade. Als Tablet. als Tablet, als Deadpool. Warum kann ich's? Ach, Mann. Ich kann die nicht. Ich kann die Jungs nicht ärgern, ne? Ich will irgendwas aufheben und den rumschmeißen. Aber ich... Ah, oh, guck mal. Ja, ich nehme an, dem wird es hier zu warm. Naja, wenn ich umziehe, hat es dann eh. Ob. Wusste ich doch. Ich wusste doch, dass hier Orbs kommen. Ich hab's geahnt, hab ich's. Dann flieg ich mal schnell ins Haus zurück. Orbs. Da flieg ich mal schnell rein ins Einmal, Haus. Einmal, genau. Stream Start und so. Hast du eingeloggt? Ich hab eingeloggt, ja, aber ich muss noch reinkommen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich draußen bin und du wegfährst. Ach so. Also ich schwebe auch im Flugzeug hier rum und ich hab auch Mara eingeloggt. Alles eingeloggt, dann. Ist das eine Scheiße? Marki, und hier sind wir wieder, Leute. Sorry. Und hier sind wir wieder, Leute. Heute. Ja, es war Mare. 5, 5, 5, 10, 5.
Ja. Ich hab übrigens nichts von der Versicherung bekommen. Achso, ich habe auch nichts mitgenommen. Ja, ja. Wenn du nichts mitnimmst, kannst du auch nichts bekommen. Aber 5, 5, 5, aber die zweite Aufgabe hatte gefehlt. Ja, verstehe ich zwar nicht, aber